Skelot und herzlich willkommen zu einem neuen Footdraft-Video auf meinem Kanal. Footdraft Gaming ist back am Start. Heute mit dem Ivan Perisic Transfer-Footdraft zum FC Bayern. Ihr wisst es ja, in FIFA 20, in der kommenden Saison, wird Perisic beim FC Bayern spielen. Ich bin gespannt, was meint ihr zu diesem Transfer? Wird Perisic sich durchsetzen beim FC Bayern, vielleicht sogar einen Stammplatz erobern? Hashtag ja, Hashtag nein. Ab in die Kommentare, Leute. Lasst gerne Like, lasst gerne ein Abo da, falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen und schreibt mal gerne noch in die Kommentare, was eurer Meinung nach notwendig wäre. Wen sollte Bayern noch holen? Ich bin mal gespannt. Und ja, da würde ich sagen, bleibt bis zum Schluss dran, Leute. Wir starten dieses Video. Let's go. Okay, die beiden besten Formationen, 3-4-2-1 und 5-2-2-1, 3-4-2-1. Ist aber dann doch noch eine Nummer besser, würde ich sagen. Ab geht's mit Ivan Perisic. Neuzugang, Leute, beim FC Bayern. Bin mal gespannt, ob der einschlagen wird. Mal gucken. Ich weiß nicht, Mann, ob der... Boah, was meint ihr, Leute? Könnte Perisic sich irgendwie einen Stammplatz erobern? Gute Frage. Was meint ihr? Schreibt's mal rein, Leute. Ich bin gespannt. Wir nehmen Ivan Perisic natürlich erstmal mit. Geht ins linke Mittelfeld. Crespo wäre auch noch am Start. Wir nehmen erstmal Perisic mit, Leute. Ich bin gespannt, was der für ein Rating bekommt nächste Saison. Aber 5 Stellen schwacher Fuß, 4 Stellen Skills ist schon mal saftig. Und bei Dortmund, muss man ja sagen, früher in der Bundesliga, war der auch schon eine gute Maschine. Also von daher... Wir werden sehen, Leute, wie der sich machen wird. Skov, da haben wir den nächsten Bundesliga-Neuzugang. Skov ist ja auch zu Hoffenheim gewechselt. Da bin ich auch mal gespannt, weil Skov war bei der U21-EM, doch EM war das, für Dänemark. Richtig krass, Mann, ohne Scheiß, richtig gut gespielt. Jetzt bin ich mal gespannt, hat er auch einen kranken Trotz bekommen. Ich glaube, was hat er für einen Trotz gehabt? Ne, 94 hat er nicht, oder? Ich weiß nicht, ne, 91er war das, glaube ich. 91er, 92er Trotz, aber war schon nicht schlecht, Mann. Nehmen wir auch mit... Ich bin so lost, Digga. Oh mein Gott, war mein Fail. Na gut, ich dachte, ich wäre auf Skov gewesen. Danke dafür. Bester Mann. Kann ich mal Skov auswählen, Alter. Ja, 8000 Footdraft in diesem Jahr gemacht und kann ich mal die Spieler auswählen. Danke dafür, Mann. Naja, egal. Upamecano ist am Start. Vielleicht kriegen wir Skov gleich nochmal. Vielleicht als Hoffenheim-Version. Vielleicht ist es sogar noch besser. Wer weiß. Wir nehmen Upamecano mit. Marquinhos leider nicht als Team of the Season. Ja, komm. Upamecano, Leute, wie immer, ne? Ihr wisst es ja. Checkt doch gerne meinen Shop aus. Nice Designs. In schwarz, in weiß, als T-Shirts, Pullover, hier in diesem Design, orange, blau, rot, grün, in den 4 Camouflage-Farben. Wie immer, das hier gibt es auch in schwarz und weiß und vieles mehr. Kissen, Tassen, Turmbeuteln, wie immer, nice LED-Lampe gibt es auch noch, Leute. Und natürlich auch noch die Handyhüllen, ja, in den 4 Camouflage-Farben, orange, blau, rot, grün. Also abchecken und nicht vergessen, zack, gratis Autogrammkarte gibt es auch noch zu eurer Bestellung dazu. Also checkt's aus, wenn ihr Lust habt, ich würde mich sehr darüber freuen. Danke euch. Weiter geht's im Mittelfeld mit... Na gut, ich sag mal so. Wir haben Sarabia, wir haben Hamšík, spielen beide nicht mehr bei ihren aktuellen Vereinen hier. Bei Sevilla und bei Neapel sind sie nicht mehr am Start. Bentancur haben wir und Pizzi. Na gut, wir könnten Bentancur mit Perisic linken. Hamšík könnten auch mit Perisic linken. Nehmen wir mal Hamšík mit hier. Also, wo ist der eigentlich? Der ist, wie gesagt, irgendwo nach China oder nach Japan gegangen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wohin. Aber den gibt es auch schon als China- oder Japan-Karte. Das weiß ich auf jeden Fall. Let's go mit diesen 5 Spielern. Oh mein Gott, das kriegen wir ja eigentlich gerade, Mann. Lukaku ist am Start. Piqué. Koulibaly. Ja, Koulibaly gibt es als Tots. Piqué gibt es ebenfalls als Tots. Wir haben einfach keinen Link. WTF. Digga, wir haben keinen einzigen Chemielink bislang. Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Ja, gut, wir nehmen jetzt mit, die Frage. Ich glaube, Piqué oder Koulibaly? Ja, Koulibaly würde Dings. Da kommt nicht mehr Koulibaly mit. Können wir zwar nicht mehr den Tots bekommen, aber egal, passt. Was soll's. Weiter geht's im Mittelfeld. Miet. Ndombele. Können wir nicht mal irgendwie so einen Thiago oder so bekommen? Aber Fabian ist auch nicht schlecht. Der linkt nämlich beide. Neap. Boah, wie nennt man das eigentlich? Neapelesen? Neapelesen? Ah, ich habe keine Ahnung, Alter. Auf jeden Fall haben wir 3 Neapel-Spieler. Okay, eigentlich 2. Haben sie gespielt nicht mehr da, ne? Also von daher... Ja gut, Ndombele haben wir noch am Start. Wir nehmen natürlich Fabian mit. Let's go. Weiter geht's. Innenverteidiger, Torhüter, die 3 Stürmer. Vielleicht jetzt Hummels als... Ah ne, Hummels ist ja auch nicht mehr. Ja gut, das war's. Wäre komplett Hummels ja auch. Lest ja gar nicht mehr beim FC Bayern. Ja gut, aber noch würde es was bringen. Aber gut. Ab nächste Saison nicht nur FC Bayern, jetzt haben wir schon wieder Piqué. Ah, toll, Alter. Das passt doch wieder alles gar nicht rein, Alter. Ohne Scheiß. Aber wenn wir jetzt Piqué wäre unnötig, den kriegen wir halt 96er trotz gleich. Ich hab's im Gefühl.
Und Philippe ist eh besser. Philippe passt genauso wenig rein wie Piqué. Also nein, nehmen wir Philippe mit. Was soll der Geiz? Machen wir es erstmal so hier. Und dann der Torhüter. Und dann machen wir noch die drei Offensiven. Und dann ist unser Team doch erstmal gar nicht schlecht. Ja gut, das ist der Torhüter hier. Orozco. Sieht ein bisschen aus wie Lionel Messi. Nur ein bisschen dicker im Gesicht. Aber ist auch Torhüter, der braucht nicht so viel laufen. 59 Tempo. Aber von allen Torhütern der schnellste. Digga, der hat 22 Tempo hier. Kubek. Okay, der ist 1,97 groß, aber Digga. Mit dem Forster mit, kannst du ja alle vergessen, ey. Vor allem bringt keiner einen einzigen Chemielink. Das war's wieder, Mann. Na gut, wenn der Sturm jetzt gut wird, das sieht aber auch nicht so danach aus. Sterling ist in Ordnung. Aber dann können wir nicht mal als Tots bekommen, ne? Das wäre das Problem. Wähler gibt's als Tots, Mars gibt's nicht als Tots. Silva gibt's als Tots, Pedro gibt's auch nicht als Tots. Mares gibt's aber als bessere Version und Pedro hat, glaube ich, hier seine beste Version mit. Deswegen nehmen wir mal Pedro mit. Wenn wir jetzt gleich nicht Sterling als Tots bekommen, dann war das der Minus-Deal überhaupt. Hätte ich besser den Sterling mitgenommen. Korea hat übertrieben krasse Werte, die Tots-Karte, Alter. Das ist echt heftig. Vor allem ist der 1, what? Der ist 1,89? Digga, ich dachte, der wäre so 1,76 oder so, what? Seit wann ist der so groß, Mann? Und Aggressivität nur 58, Sprungkraft 39. Sag mal, willst du mich verarschen? Na gut, der ist 1,89. Brauche nicht so hoch springen, aber was ist das für eine Sprungkraft? 39. What the fuck, Digga? War der nicht immer 1,75 so gefühlt oder ist das ein anderer Korea? Am ersten, glaube ich, ein anderer. Es gab den einen, ich weiß nicht, es gab den einen bei Atletico Madrid, das ist der aber, glaube ich, nicht. Es gibt noch einen anderen von Atletico Madrid, der ist, glaube ich, 1,75 oder so. Boah, das wusste ich aber echt nicht, dass der so ein Riese ist. Ja, ich sag mal so, ne? Harry Kane würde was bringen. Hat eine 90, Korea hat eine 91. Nehmen wir Harry Kane mit. Lohnt sich auch nicht so wirklich. Ein Ratingpunkt weniger. Von daher. Oh, Franck Ribéry. Das ist natürlich schmackhaft. Ah, es gibt ja immer noch wieder die Gerüchte. Wie gesagt, dass Ribéry vielleicht nochmal zurückkommt zum FC Bayern. Obwohl der Vorstand vom FC Bayern das eigentlich abgestritten hat und abgelehnt hat. Jetzt wurde natürlich Perisic geholt, der eigentlich auch auf der linken Seite spielt. Von daher wird die Chance für Ribéry immer geringer. Aber wir nehmen Ribéry mal mit hier, ne? Vielleicht spielen die beiden nochmal eine Saison zusammen. Wer weiß. Vielleicht am letzten Transfertag, am 2. September, auf einmal Comeback von Franck Ribéry. Wer weiß, Leute, es ist alles immer möglich. Ihr wisst es ja, Dembélé, nehmen wir mit, bringt zwar nichts, aber 82 anstatt den 76, läuft bei uns, weil der geht's mit Alderweireld und Pizzi. Pizzi, ja gut, Link Philippe, Alderweireld wäre mal der erste Premier League-Spieler. Wir kriegen gleich noch einen Verteidiger. Nehmen wir Pizzi mit. Komm, zack. Bringt nämlich 7 Chemie erstmal. Das geht ja sogar. Ja, ist in Ordnung. Ja, Marcelo ist auch in Ordnung. Bringt uns nur leider gar nichts. Junge, wir haben 3 Außenverteidiger wieder. 3 verdammte Außenverteidiger, wo wir keinen einzigen auch nur annähernd in die Startelf stellen können, weil wir keine Außenverteidigerposition haben. Was soll die Scheiße denn schon wieder hier? Sterling würde Pedro linken, aber dann auch wieder nichts. Also von daher, wir nehmen mal Marcelo mit. Und ich will Sterling als Tots haben. Vorher nehme ich ihn nicht mit. Ich will Sterling als Team of the Season haben. Jesse Lingard, nächster Premier League-Spieler. Problem ist, wir haben halt im Mittelfeld, das Mittelfeld ist ja gut besetzt, da kann man nichts gegen sagen. Wir müssen eigentlich auf Serie A gehen, aber ich kriege irgendwie keine Serie A-Spieler. Das ist halt immer das Problem. Man kriegt irgendwie so wenig Serie A-Spieler, deswegen nehmen wir Kostic mit als 93er Team of the Season. Ja, haben wir schon mal 2 gute Linksverteidiger. Ohne eine Linksverteidigerposition in der Startelf. Was will man bitte mehr? Besser geht's doch gar nicht. Oh, Mbappé könnte interessant werden, denn der würde Franck Ribéry linken. Und wir haben auch noch Upamecano. Ja gut, der ist so weit weg, das bringt uns natürlich auch nicht viel. Ich glaube, wir nehmen mal... Ja, ist ja egal. Wir nehmen mal einfach Mbappé mit. Auf Nummer safe, aber... Der bringt uns hier genauso wenig, weil... Da haben wir das Ganze nur andersrum, ne? Dann linkt der zack Ribéry und Pedro wird nicht mehr gelinkt. Also von daher... Aber warte mal. Dembélé... Ja, das bringt nochmal zack, 6 Chemie plus. So sieht's aus. Nice Sache. Also 100 Chemie wird schwer hier, aber... Nice. Oh, Hernandez. Da haben wir den nächsten Bayern-Neuzugang. Leider auch noch nicht die Bayern-Version. Ich glaube, den gibt's auch noch gar nicht in FIFA als Bayern-Version. Obwohl er schon gefühlt seit, ich weiß jetzt nicht, 1,5, 2 Monaten beim FC Bayern spielt. Hat immer noch keine Bayern-Karte, glaube ich, ne, in FIFA. Ganz, ganz komisch. Wird mal langsam Zeit, dass hier die Transferkarten alle reinkommen. Weil ein paar Transferkarten gibt's auch schon. Zum Beispiel von Hamšík und so. Naja, aber... Einige fehlen auf jeden Fall noch. Oh, Sergio Aguero und Sterling schon wieder. Wenn wir jetzt Aguero mitnehmen, haben wir den nächsten Premier League-Stürmer. Wir müssen jetzt eigentlich Sterling mitnehmen, weil hiernach kriegen wir keinen Flügel mehr. Ja, müssen wir machen. Müssen wir leider machen.
bringt uns halt auch, wie gesagt, gar nichts. Na gut, wir sind auf die Innenverteidigung angewiesen. Wenn die Innenverteidiger passen, könnte das noch auf volle Chemie kommen hier, das Team. Könnte. Aber wir werden es gleich sehen, ob es passieren wird. Isco ist am Start. Und Salah. Da haben wir den nächsten. Ah, Isco bringt uns, glaube ich, gar nichts. Obwohl Isco würde Dembélé linken. Wir nehmen mal Salah mit, ja. So. Ja. Ich hätte, glaube ich, besser eben Alderweireld mitgenommen. Also das wäre schon nicht schlecht gewesen. Wir kommen an Icon oder so in der Innenverteidigungsposition. Na, Thiago haben wir am Start. Der nächste Bayern-Spieler, James Rodriguez, haben wir auch noch. Wir nehmen mal Thiago mit. Warte mal. Ja, okay. Der würde natürlich jetzt Franck Ribéry linken, aber das bringt uns halt auch nicht so viel gerade. Okay, wir sind jetzt angewiesen. Wir brauchen jetzt zwei perfekte Innenverteidiger. Und einen Torhüter natürlich, um noch irgendwie auf 100 Chemie zu kommen. Ey, dein Scheiß Ernst. Wir kriegen vier Außenverteidiger und einen Roman Neustädter, der in der Super League spielt. Digga, wie sollen wir den denn einbauen? Oh mein Gott, ey. Das kann doch wieder nicht wahr sein. Ey, vier Außenverteidiger. Ja, komm, Neustädter nehmen wir mit. Letzter Spieler, wenn das jetzt auch wieder kein Innenverteidiger wird, der... Ach, komm. Dann kommt ein Silberspieler. Ich glaub's nicht. Das war's wieder, ey. Also, schlechter kann es nicht laufen, der hier. Der sieht ein bisschen aus mit seiner krummen Nase wie ein Boxer. Aber gut, nehmen wir den mal mit hier, den Martins Pereira, den Boxer. Ich sag mal, was war das jetzt? Digga, schlechter ging es gar nicht gerade, ohne Scheiß. Schlechter hätte es nicht laufen können. Danke auf jeden Fall dafür. Also, ich glaube, wir brauchen es gar nicht groß probieren hier auf 100 Chemie, wenn wir niemals kommen. Niemals. Pope haben wir wenigstens noch als Torhüter, aber wir haben keinen Innenverteidiger aus der Premier League, also von daher brauchen wir den gar nicht. Das Ding ist, wir haben drei verschiedene Innenverteidiger und drei La Liga-Keeper und wir haben keinen einzigen La Liga-Innenverteidiger. Ja, sehr geil. Ah doch, wir haben Hernandez. Der sitzt allerdings auf der Bank. Ja gut, wir könnten Perisic nach oben stellen, Ribéry nach links, aber dann hätten wir halt keinen Serie A-Stürmer, also von daher bringt das auch nichts. Also, ja gut, das lief mehr oder weniger gut, eher sehr, sehr scheiße lief das Ganze hier. Ja, wir nehmen ja Jahrstein mit, der linkt immerhin Upamecano, 6 Chemie Nummer Plus. Alter, das ist ja hier komplett lost gewesen. Aber egal, es ging ja um Ivan Perisic. Wir haben wenigstens einen Thiago, wir haben wenigstens einen Hernandez als Teamkollegen in Zukunft. Ribéry, wer weiß. Kann alles passieren, Leute. Lasst gerne Like, das gerne Abo da, wie immer, falls ihr noch nicht abonniert habt. Gerne kostenlos abonnieren. Glockhack hier, Mr. Zorbassen. Checkt auch gerne meinen Shop aus, wie immer. Nice Designs in Schwarz und Weiß. Als T-Shirt, als Pullover hier in Orange, Blau, Rot und Grün. In den vier Camouflagefarben. Das hier gibt es ebenfalls in Schwarz und Weiß. Als T-Shirt, als Pullover, Kissen, Tassen, Turmbeutel, wie immer. Nice. LED-Lampe haben wir auch noch. Und natürlich, wie immer, die Handyhüllen in den vier Farben. Orange, Blau, Rot, Grün. Checkt es gerne aus. Nicht zu vergessen. Zack, gratis Autogrammkarte. Gibt es auch noch zur Rabestellung dazu. Also checkt es gerne aus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.